Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Jetzt geht es ums Hardware-Video von noch einem Video von Meros oder zu Meros-Produkten. Und zwar habe ich hier noch Smart Wifi Plug von Meros. Ja, und die wollen wir jetzt natürlich auch mal einrichten und euch zeigen, wie einfach das eigentlich in Wirklichkeit funktioniert. Es ist eine Anleitung mit bei. Aber ich sage euch, ihr braucht sie nicht. Meros hat das super leicht in der App erklärt. Ihr braucht eigentlich nur euer Handy und die App. Ja? So, einmal brauchen wir hier, normalerweise macht man es in die Wand. Ich nehme jetzt so einen Dreierverteiler, weil die Steckdose da unten ist, dass ich euch das zeigen kann. Hier ist aus. Ich lege das mal auch hier so hin. So, wir stecken die jetzt hier rein. Wartet. So. Jetzt, Meros Zeichen liegt hier auf dem Kopf, leider Gottes. So, und dann zoome ich euch mal ran. Ich hoffe, das kann man, weil das kann ich auf dem Bildschirm schlecht erkennen, aber ich hoffe, ihr könnt es erkennen, dass das hier grün-gelb blinkt. Ich werde mal das so ein bisschen davor machen, vielleicht sieht man es dann ein bisschen besser. Nicht wirklich. Okay. So, es blinkt jedenfalls. So, wie das alles funktioniert mit Meros anmelden, habe ich euch im ersten Video ja schon erklärt. Wir gehen jetzt einfach auf Meros rauf. So, wir sind jetzt in der Meros App drin. Und jetzt müssen wir hier natürlich einfach sagen, plus, wir wollen ein Gerät hinzufügen. Und was will er denn jetzt haben? Smart Thermostat. Gibt es leider in Deutschland nicht. Cherry Bob Baby Maschine gibt es auch noch nicht in Deutschland. Smart Plug gibt es. Garagentor gibt es. Smart Plug ist es. Dann haben wir hier eine Steckdose. Eine Wall-Steckdose. Die sieht geil aus mit so einem Knopf. Ja. Nochmal Steckdosen. Outdoor Plug. Haben wir ja schon angeschlossen. Dann noch ein Smart Switch. Das könnt ihr, wenn ihr Geräte habt, selber montieren. Jetzt einfach eine Lampe, Kabel durchgeschnitten, das dazwischen gemacht und den Schalter von der Lampe auf an. Und dann könnt ihr mit diesem Teil praktisch sagen, Lampe so und so an und Lampe so und so aus. Und dann funktioniert super. Habe ich beim Kollegen gesehen. Smart Blue Blub, also das ist eine Smart Lampenbirne. Die haben sie auch noch und Thermostat, also Temperatur, IR, Remote und Smart Human noch irgendwas. Und dann haben sie hier noch mehr so ein Zeug, aber das sind dann halt die englischen bzw. chinesischen Versionen und australischen Versionen. Ich weiß nicht, was haben die Chinesen für eine Steckdose? Ich glaube, die gleichen wie die Engländer, oder? So, aber wir nehmen einfach Smart Plug-in. So, und dann wird uns natürlich hier gesagt, dass das alles leuchtet und blasölt und ja, müssen wir drauf aufpassen. Sehen wir, es leuchtet, es blinkt, weiter. So, 10 Sekunden blinken. In etwa 10 Sekunden blinkt das LED leicht gelb und grün. Weiter, ja, blinkt leicht sehr gelb und grünlich. So, jetzt verbindet er. Connect. So, Wohnzimmer, Lampe. Steht jetzt da. Das ist natürlich nicht Wohnzimmerlampe, das ist Meros. Wie nennen wir sie denn jetzt? Nehmen wir den richtigen Namen davon oder? Ich bin gerade am Überlegen, wie wir das nennen werden. Wir nennen es einfach Steckdose. 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 So, so werde ich es nennen. Meros Steckdose. Passt da bitte auf, nennt es erst so, wie ihr es haben wollt und verbindet es damit Alexa. Da spart ihr euch einen Arbeitsgang. So, Meros Steckdose. Und jetzt können wir hier auch noch Bilder auswählen.
Also Lüfter, Heizung, ein Doppelstecker, ein Fernseher. Ja, das ist halt, was da gerade angeschlossen sein sollte an der Steckdose. Ich weiß es noch nicht, was ich anschließen werde daran. Deswegen nehmen wir einfach das ganz normale Symbol. Ihr könnt aber auch ein eigenes Symbol nehmen. Habe ich in den anderen Videos ja auch erklärt. Mit Fritzbox 2,4 GHz verbinden. So, jetzt hat er hier Klick-Klick gemacht. Und jetzt blinkt es nicht mehr gelb, sondern nur noch grün. Jetzt leuchtet es nur noch grün und Merus sagt erledigt. So, wir haben das jetzt verbunden. Wir können es an- und ausschalten, indem wir einfach das Symbol drücken in der App. Wir können es auch halt, wie gesagt, bearbeiten. Wir können halt die LED an- und ausschalten. Ich habe die LED jetzt mal ausgemacht. Ich mache es jetzt an und es leuchtet jetzt keine LED mehr auf. Ich finde es aber ehrlich gesagt schöner, wenn die an ist. Wir können den Namen nochmal ändern. Wir können das Bild ändern. Wir können Gebrauchsanweisung lesen, Zielort, bla 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 bla. Ist alles okay. Und wir haben sogar, wie viel Kilowatt und so da durchgehen. Also ihr habt hier gleichzeitig einen Strommesser. Saugeil. So. Und jetzt wollen wir das natürlich mit Alexa verbinden. Wir gehen einfach ganz normal in die Alexa-App. Ich gehe nochmal komplett raus. So, Alexa-App. Und dann gehen wir unten auf Ho Geräte. Ich möchte ein Gerät hinzufügen. Na, die Meros-App habe ich ja, das Skill habe ich ja schon zugefügt. So, Gerät auswählen, Steckdose, Meros suchen. So. Und jetzt, wie gesagt, wieder 45 Sekunden dauert's und die müssen wir jetzt natürlich überbrücken und warten und dann können Sie jetzt natürlich auch separat schon an- und ausschalten. Ich mache es mal an, damit ihr das sehen könnt. Na, schon über halb, ist gleich fertig. Jetzt hat er hier teilweise was übersprungen. So. Jetzt müsste natürlich nur ein Gerät gefunden werden, weil wir haben hier nur einen Stecker dran, einmal an- und ausschalten. Ja, also von daher, ein Gerät sollte er jetzt finden. Ein Gerät gefunden. So, überspringen. Wir können es auch einer Gruppe hinzufügen. Ich will es jetzt keiner Gruppe hinzufügen. Das sieht dann so aus. Ich habe jetzt hier schon vier Steckdosenleisten, vier Stecker drinne. Da habe ich dann praktisch im Wohnzimmer alles drinne. Wenn ich dann auch Fire TV Cube, Fernseher, ich habe die ganzen Regeln habe ich auch mit dazugefügt. Ja, und wenn ich dann halt jetzt hier oder Soundbar, Fernseher, so. Kann ich nur aktivieren oder deaktivieren. Das ist halt, dass es hier empfängt. Und jetzt geht alles an und aus hier. Dann kann ich dann praktisch das komplette Wohnzimmer an- und ausschalten. Hat halt den Vorteil, wenn man vieles an- und ausschalten will. Ich mache einfach mal jetzt alles aus. So, alles aus. Kinderzimmer sieht dann ein bisschen schmaler aus oder Badezimmer. Da habe ich nur die Box drin. Was nehmen wir im Flur? Haben wir was im Flur? Flur haben wir LED und Echo Dot Flur drin. Ja, und wenn man da jetzt noch eine Lampe drin hat oder so oder einen Schalter dazu macht, dann kann man halt sagen, Flur an, aus, dann geht halt alles an, was im Flur ist. Ja? Oder man macht sich dann halt seine eigenen Regeln. Man kann ja auch sagen, eine Routine erstellen. Ja, und dann kann man seine eigenen Routinen erstellen, dass man sagt, zum Beispiel, ich habe eine Nachricht. So, dann kann man eine Routine erstellen und die Routine nennt man dann zum Beispiel, ich gehe, die Routine habe ich, wenn ich dann sage A-Punkt, ich gehe, dann macht sie mir im Flur den LED-Band an für 10 Minuten und nach 10 Minuten geht es aus. Von automatisch. Funktioniert super. Und so kann man das auch mit anderen Geräten machen. Kann man sagen, zum Beispiel, das LED-Band hinter mir am Bild, am Bilderrahmen,
habe ich eine Regel festgelegt. Wenn ich sage, Alexa, streamen vorbereiten, jetzt springt sie gerade Gott sei Dank nicht an, dann weiß Alexa, weil ich eine Routine erstellt habe, was soll angehen? Das LED-Band. Was soll danach passieren? Das LED, also was soll passieren? LED-Band an. Wie an? Gelb. Wie viel Prozent? 100%. Und so könnt ihr dann auch sagen, zum Beispiel, ihr wollt einen Kinoabend machen und macht öfters einen Kinoabend und da habt ihr so euer spezielles Wohlfühlambiente. Hier eine LED-Lampe, da ein LED-Licht und die Steckdosen an und die anderen sollen alle aus sein, dass da nichts blinkt oder die Geräte brauchen gar nicht an sein. Macht da eine Regel, die nennt ihr einfach Kinoabend zum Beispiel oder nur Kino oder Kino vorbereiten. Und dann sagt er ihr Punkt A Punkt Kino vorbereiten. Und dann geht der Fernseher an, die Soundbar an, je nachdem, wie ihr das einstellt. Die LEDs, die ihr anhaben wollt, die Steckdosen, die ihr aushaben wollt, gehen aus. Dass wirklich nur das an ist, was ihr dem Augenblick braucht und wollt oder was nur angehen soll. Finde ich eine gute Möglichkeit. So, wir haben es aber jetzt eingerichtet. Wir müssen jetzt natürlich hier auch noch gucken, ob es auch so funktioniert. Ich hoffe, ihr seht das jetzt hier. Da leuchtet es grün. Alexa, Meros Steckdose aus. Alexa, Meros Steckdose an. Und an. Es funktioniert. Und alles gleich auf Anhieb. Ihr habt gesehen, es funktioniert gleich auf Anhieb. Alles wunderbar. Ihr könnt euch die Bedienungsanleitung in der Meros-App selber nochmal durchlesen. Also Meros hat da wirklich an alles gedacht. Also da bin ich echt, muss ich sagen, schwer begeistert. Wenn ich mir andere Apps angucke, wo du dann halt die Geräte einrichtest, dann musst du erstmal den Skill suchen, der dazu passt. Und dann steht in der Anleitung ein Skill drinne, der dazu passt, der aber dann überhaupt nicht der passende ist. Grüße gehen an Pearl raus. Ja, tolle Anleitung. Oder auch für das eine LED-Band, was ich habe, steht geil drin. Die App musst du runterladen. Und den Skill musst du nehmen. Ja, ist ein ganz anderer Skill. Der Skill, der da in der Anleitung steht, der findet, die kannst du zwar installieren, du kannst dich auch anmelden mit den Daten von der App, aber er schaltet das LED nicht ein und aus. Musst du eine andere, ist aber egal. Und das ist bei Meros jetzt hier nicht. Also hat alles super funktioniert, hat alles mit Alexa funktioniert, habe einfach kombiniert. Natürlich muss ich das alles jetzt noch feintunen machen. Wenn die nächsten Geräte kommen, ich kriege ja noch zwei, eine Lampe und wie gesagt, den Schalter, werde ich dazu auch separat Video machen. Den Schalter muss ich ja dann aber zwischendurch einbauen. Und dann wird es auch noch ein Video geben. Und dann werde ich euch alles vorführen, wie ich es aufgebaut habe, warum und weshalb und was, wie, wo und wohin steuert und warum und weshalb. Ihr lasst euch überraschen. Alles hier in dem Zimmer wird so weitestgehend smart. Ich bin dann jetzt weg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ahoi, sagt euer Odin.